Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kuhn, der wahrscheinlich das Thema Champions League vertiefen möchte. Bitte sehr, Herr Kollege Kuhn. In München könnten wir uns schneller treffen als bei anderen Fragen, aber deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Sie haben, Herr Finanzminister, gerade einige Maßnahmen, die EU-weit im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise unterwegs sind, angesprochen und auch das Spekulationsthema angerissen. Meine konkrete Frage ist, warum treten Sie nicht als Bundesregierung dafür ein, dass die sogenannten Leerverkäufe verboten werden und dass bei den Credit-Default-Swaps diejenigen, die nicht der direkten Versicherung von Risiken dienen, sondern rein spekulativ sind, ebenfalls und definitiv unterbleiben müssen? Beide Faktoren sind ja Hauptspekulationsgründe, mit denen auch gegen Währungen spekuliert wird. Und ich finde es immer etwas untergenau, wenn man hergeht und sagt, wir verbessern die Finanzaufsicht. Bei den entscheidenden spekulativen Finanzmitteln sagt man aber, es geht nicht so richtig oder sagt gar nichts dazu. Deswegen meine Frage, wie ist da die Haltung der Bundesregierung? Ja, Kollege Kuhn, Sie haben wahrscheinlich auch mitverfolgt, dass die Bundeskanzlerin zusammen mit dem griechischen Ministerpräsidenten, dem französischen Staatspräsidenten und dem Präsidenten der Eurogruppe, das ist der luxemburgische Premierminister, einen gemeinsamen Brief an Kommissionspräsident Barroso geschrieben hat, in dem zu den CDS genau das gefordert wird, eine Initiative der Kommission, was Sie hier vorschlagen. Das heißt, wir stimmen hier überein und es ist die Position der Bundesregierung. Das können wir nicht national machen, das müssen wir europäisch machen. Und ich habe Ihnen vorher gesagt, Herr Kollege Kuhn, dass was das Verbot der Leerverkäufe anbetrifft, wir ja gerade darin sind, das war zunächst einmal, Herr Steinbrück weiß das besser und erinnert es besser als ich, dass das einmal zeitweilig ausgesetzt war und dass diese Regelung vereinbart war in Europa, dass sie auslaufen sollte. Dann haben Sie nicht alle daran gehalten, wir haben sie auslaufen lassen. Und ich habe dann festgestellt, dass wir das korrigieren müssen. Und deswegen habe ich Ihnen vorher gesagt, wir arbeiten im Augenblick, wir haben schon Anfang März ein Eckpunktepapier herausgegeben, wir werden noch im Laufe des Frühjahrs einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem genau dieses Verbot der ungedeckten Leerverkäufe durch nationale Gesetzgebung geschaffen werden soll. Wir werden das brauchen. Also auch insofern stimmen wir überein, Herr Kollege Kuhn. Nun würde ich die Gelegenheit nutzen, weil ja in diesen Tagen und Wochen wieder und wieder auch die Spekulation sich gegen den Euro richtet, weil das schon den Europäischen Rat am 8. Februar, am 11. Februar in Brüssel sehr beschäftigt hat, im Zusammenhang mit Griechenland ein paar Sätze zu sagen, zu einer Gerüchtelandschaft, die ganz offensichtlich auch gezielt in Mitgliedstaaten, auch in Brüssel, das sage ich mit großer Klarheit, geschürt wird. Es bleibt dabei, Griechenland hat um Hilfe nicht nachgefragt. Und deswegen gibt es darüber auch keine Entscheidung. Es ist auch keine Entscheidung getroffen worden. Es bleibt auch dabei, wenn eine unmittelbare Zahlungsunfähigkeit bevorstehen würde, dann müssten wir darauf reagieren, das ist immer klar, im Fall einer unmittelbar bevorstehenden Notsituation, so wie es der Europäische Rat gesagt hat, der ja am 11. Februar entschieden hat, die Mitgliedstaaten der Eurozone werden entschlossene und koordinierte Maßnahmen, wenn notwendig, ergreifen, um die finanzielle Stabilität der Euro-Area als Ganzes sicherzustellen. Nicht mehr und nicht weniger. Die Lage ist nicht da. Natürlich wird auf technischer Ebene daran gearbeitet, was würde man tun, auch das ist nicht neu, sondern geht seit Jahren so, wenn die Lage eintreten würde. Sie ist nicht da und deswegen gibt es keine politischen Entscheidungen. Und bitte nehmen Sie auch bei dem, was aus der gestrigen Eurogruppensitzung jetzt an Nachrichtenlage zum Teil fälschlich, zum Teil auch verfälschend gestreut wird, bitte nehmen Sie das, was wir tatsächlich beschlossen haben. Denn wir haben einen Text, den der Präsident der Eurogruppe veröffentlicht hat, miteinander verabredet und beschlossen. Und da steht nichts anderes drin, als dass die Lage nicht da ist, dass keine Entscheidungen getroffen sind, dass wir vorbereitet sind, wenn die Lage eintreten würde, dass aber daraus nicht Schluss gefolgert werden kann, dass irgendeine Entscheidung getroffen worden ist. Und wir haben ausdrücklich noch einmal bestätigt, was der Europäische Rat beschlossen hat am 11. Februar. Und wir haben im Übrigen auch
Und das muss man auch mit vollem Respekt sagen, was Griechenland inzwischen an Maßnahmen nicht nur angekündigt, sondern auch gesetzgeberisch umgesetzt hat, zum Teil schon in Kraft gesetzt hat. Wenn ich es richtig weiß, ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer gestern oder vorgestern in Kraft getreten in Griechenland. Ich bin übrigens derjenige gewesen, der in der vorletzten Eurogruppensitzung, das war die, von der ich dann ins Krankenhaus gegangen bin vor 4 Wochen, vorgeschlagen hat, dass Griechenland seine Mehrwertsteuer erhöhen möge. Also Griechenland hat wirklich Maßnahmen ergriffen. Die haben bisher auch die Märkte überzeugt. Denn die griechische Anleihe vor 14 Tagen ist von den Märkten gut aufgenommen worden. Deswegen besteht kein Entscheidungsbedarf und es ist auch keine Entscheidung getroffen worden. Aber dass wir im Sinne einer Ultima Ratio auch vorbereitet sein müssen, dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich dann doch auch die Bemerkung noch machen. Nach der Auffassung aller anderen, aber ich glaube auch, auch durch alle Zahlen belegt, gehört Deutschland zu den Ländern, die wirtschaftlich am meisten durch die gemeinsame europäische Währung seit über 10 Jahren profitieren. Also ist die nachhaltige Stabilität der gemeinsamen europäischen Währung nicht etwas, was wir anderen großzügig nachtragen, sondern was wir im eigenen wohlverstandenen Interesse auch für die Zukunft gewährleisten müssen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen in Europa. Da wird auch unterschiedlich Druck aufgebaut. Ich glaube, für uns ist wichtig, und der Haushalt 2010, den wir in dieser Woche beraten und den ich Ihnen zur Annahme empfehle, trägt dem auch Rechnung, dass wir unseren Beitrag leisten, um europäisch und weltweit unseren Beitrag zu leisten für nachhaltiges Wachstum und nachhaltige finanzielle Stabilität. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank.